Alter Verwalter, war das ein Kampf. Und das war nicht mal der Ending-Gegner. Was soll denn nachher kommen? Meine Fresse. Aber es hat auf jeden Fall geholfen, dass ich nochmal nachgespielt habe. Und mehr Drinks gesammelt habe, sonst hast du gar keine Chance. Also, habt ihr ja gesehen, ne? Verletzt und keine Gesundheitsdrinks, keine Serien, gar nichts. Da brauchst du gar nicht erst antreten. Nö, ich denke, das habe ich schon richtig gemacht. Ja, genau. Zum Kotzen sowas. Ist er wieder da. Und der ganze Aufstand für den Schlüssel, oder? Hart umkämpft. Symbol, das ich schon mal gesehen habe. Gründerschlüssel. Ja, ich weiß, glaube ich, wo. Ja, genau. Im Rathaus. Ja. Natürlich kein Speicherpunkt, ne? No. Wozu auch? So, ich glaube, hier war auch nichts Interessantes mehr. Rathaus. Ich glaube, das war da, ne? Ja. Meine Güte. Und nicht mal ein verdammter Speicherpunkt hinter so einem Kampf. Das gibt mir ja zu denken. Da wurde einfach nicht gut nachgedacht. Einfach nicht gut nachgedacht. Ja, die Hunde schnetzelt man am besten mit dem Messer, weil das schneller ist. Die Axt ist einfach zu langsam. Habe ich herausgefunden. Da fällt mir aber ein, dass am Anfang des Spiels, das war einmal im Haus und einmal auf dem Friedhof, da gab es noch mehrere Türen, hätte ich fast gesagt, die auch so vernagelt waren, verbrettert waren. Ich denke mal, dass man da zum späteren Zeitpunkt nochmal hinkommt und dann... Ja, da kommt der Hackemann. Das ist Kackemann. So, halt dich zurück. Ich will erstmal rein. Kommt der Idiot hier rein? Kann er Türen öffnen? Oha, der Qualm kommt schon durch die Tür. Nein, da kann man das nicht verschieben. Natürlich nur von dieser Seite kann man das Regal verschieben. Ja. Und Kisten, über die man nicht hinweg kann. Ich verstehe. Ja. Na, dann mache ich den Raucher mal auf. Hier ist die Raucherlounge. Oh. Das alles nach so einem Endgegner, ne? Das ist...
einen Schlag, aber das kann er nicht. Nee, aber das hier mit den Speicherpunkten, das ärgert mich wirklich. Da ist doch echt nicht nachgedacht worden. Und gerade nach so einem Endkampf. Ein Foto von Holloway, ja, das habe ich gesucht. Die Geschichte, bla bla, interessiert mich sehr. Im Moment interessiert mich nur ein Speicherpunkten, das ist alles. War da nicht irgendwo ein Speicher hier? Ich muss mich hier nochmal umgucken. Das gibt's doch nicht, dass hier kein einziger sein soll. Aus wie ein Richterzimmer. Da, Tatsache, da ist einer, den man auch noch suchen muss. Aber ich will hier mal abspeichern, weil sonst kriege ich ja hier einen Föhn. Und willkommen zurück zu meinem Let's Play. Ja, vielen Dank. Da sind auch ein paar Zuschauer dazugekommen. Ein paar feste Zuschauer, sagen wir mal. Und ich freue mich über jeden Einzelnen, muss ich ehrlich sagen, weil so bekommt man dann auch mal eine Rückkopplung, ob es gefällt oder ob es nicht gefällt. Ich weiß ja auch gar nicht, ob ich immer so regelmäßig Let's Plays machen werde. Ich habe da jetzt im Moment einfach nur Bock drauf. Für mich ist das ein Projekt. Ich wollte das einfach mal ausprobieren. Ich habe noch andere Projekte geplant, die ich gerne verwirklichen will. Ja, und ich wollte ja einfach nur mal schauen, ob mir es gefällt, so mal so ein Let's Play zu machen. Ja, und der eine Zuschauer, Marius Planet X, glaube ich, hieß er, ja. Der hat auch was Interessantes geschrieben, da kann ich mich nur anschließen. Nämlich, dass so Let's Plays von so Newbies, die einfach mal ein Let's Play machen und einfach mal was rausschießen, wesentlich interessanter sind als so, in Anführungsstriche, professionelle Let's Player, ne? Die das schon bald beruflich machen, ne? Und da schon von Entwickler irgendwas zugeschickt kriegen oder irgend sowas, ne? Ich finde, ich persönlich schaue mir auch lieber Let's Plays an von Leuten, die einfach nur so mal aus Just for Fun was machen, und ich finde das wesentlich unterhaltsamer. Das muss ich ja mal sagen. Okay, jetzt mal zurück zum Spiel. Ja, ich habe einen Schlüssel bekommen, einen Gründerschlüssel. Gesundheitstränke und so sind auch schon wieder rar. Ich muss auf jeden Fall in diese komische Rathausstube, hätte ich fast gesagt. Auf den habe ich jetzt gar keinen Bock. Da habe ich das. Da habe ich die Tür eingeschlagen. Moment. Da kommt man nicht durch. So, ich meine, kommt er jetzt hier rein? Der hört sich nur so an. Hört sich ja fies an, ne? Als wenn er hier gleich um die Ecke steht. So, da sieht aus wie ein Schlüsselloch. Na dann.
Wenn das aus dem Schlüsselloch, dann passt da auch bestimmt was rein. Ja, ja, gerade mal den Endkampf bestanden und schon ist hier schon wieder Getränkemangel. Das Geräusch ist bestimmt ein Bug, ne? Oder kommt das von da unten? Ist das überhaupt an? Oder? Ein Erste-Hilfe-Set, das ist ja schon mal ein Anfang. Was ist das hier? Sieht aus wie ein Tunnelsystem. So. Können wir was machen? Das hört sich schon wieder nach Schwestern an, ne? Einmal im Kreis gelaufen. Okay. Ach so. Habe ich das übersehen? Bin ich da gerade dran vorbeigelaufen? Ich mache lieber mal die Lampe aus. Na, dann wollen wir doch mal. Ach, komm, bleib auf dem Bein. Bleib auf dem Bein. Bist ja eine ganz giftige. Jetzt erstarrt sie. Jetzt hat sie keine Lust mehr. Die anderen Schwestern weg sind. Weiter zu verfolgen, den wir eingeschlagen haben, ist es von größter Bedeutung, dass sich die Menschen auch an den zurückgelegten Weg erinnern können. Aha. Dazu müssen wir ständige, akkurate Aufzeichnungen über die Vergangenheit führen. Sie aktualisieren, sie hegen und pflegen, ohne dass Außenstehende sie gefährden können. Sobald dieses Wissen übertragen wurde, soll der Hüter des Wissens sich an ein reines Heiligtum zurückziehen. Aha. Dort soll er sich ausschließlich der Geschichte der Gründer widmen. Im Namen des Herrn, so soll es sein. Okay. Ist das ein religiöser Ort hier oder was, ne? Sieht eher aus wie so eine komische Sekte oder so. Verteidigung lernen. Ihr seid nicht böse, wenn ich nicht alles vorlese, ne? Aber ihr könnt ja auf Stopp gehen und das selber lesen. Namen des Herrn, so soll das sein.
Weil meistens trägt das auch gar nicht der Story bei, eher so eher dem Hintergrund so, ne? Und ich bin nicht so ein irre Lesefan. Das Einzige, wo ich wirklich alles und jeden Fetzen verschlungen habe, das war bei Projekt Zero gewesen. Bei den Teilen. Weil das war mit diesem Würgeritual und so. Das war wirklich geil. Das war wirklich interessant. Da habe ich alles gelesen und alles verschlungen. Aha. Was ist das? Ein Zepter? Opferdolch erhalten. Das sah eben. Von hinten sieht das aus wie ein Türknauf, ne? Ja, den nehmen wir. Nehmen wir auch gleich mal. Kann man wohl mit kämpfen, ne? Tatsache. Ja, ta! Gar nicht schlecht. So, nun wollen wir mal gucken, wie es da weitergeht. Aha. Da war nichts mehr, ne? Die Ranke hochklettern ist wohl nicht, ne? Nö. Ne, wir sind ja nicht bei Tomb Raider, ne? Von da war ich. Wieder draußen. Aber hier war, glaube ich. Nee, das sind wieder die Geräusche. Ja. Hat irgendwie nichts zu sagen. Es muss da drinnen ja weitergehen. Schwer zu erkennen, aber ich habe es gefunden. Man kann das doch als Türöffner nehmen. Es geht hier doch noch weiter. Ist da was? Lange Wege. Ein Labyrinth.
man wird sofort angesprungen hier. Nee, ist nichts. Aha. Da scheint das nicht weiterzugehen. Oh, eine Schreibmaschine. Wären wir jetzt bei Resident Evil, dann könnte ich hier abspeichern. Klack, 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 klack. Das fand ich immer so geil. Was geht da weiter? Aber Resident Evil werde ich auch noch let's playen. Ich habe da auch schon was im Auge. Aber das verrate ich noch nicht. Eigentlich habe ich das schon verraten. In irgendeinem Teil habe ich das, glaube ich, schon gequasselt. Müsst ihr das nochmal nachhören. Ich glaube, in der letzten, nee, vorletzten Folge oder so habe ich schon sowas erwähnt. Aha. Wo sind wir denn hier wieder? Na, erstmal ist es dunkel. Wir scheinen wieder auf dem Friedhof zu sein. Das ist doch einer von diesen Kapellen da gewesen. Ja. Ist ja interessant. Und da ist auch was eingekreiselt da oben. Mal sehen, was zeigt er denn als... Betreten Sie Stefanow vom Hinterhof aus. Okay. Wahrscheinlich wieder voll bestückt mit neuen Gegnern hier. Aber das war mir eigentlich auch fast klar, dass wir hier zurückkehren. Und ihr wisst auch warum, glaube ich. Ich habe das auch schon mal erwähnt. Weil auf dem Friedhof war nämlich noch so ein Holzverschlag gewesen. Und im Haus war auch ein Holzverschlag. Aber da hatten wir die Feueraxt noch nicht gehabt. Ach, jetzt geht auch nur mit dem Dolch auf. Serum. Ah, gute Gelegenheit, um durchzulaufen. Ach, jetzt lass doch mal gucken. Da war sowieso noch so eine... Ich muss definitiv wieder zurück, ne? Das ging sowieso nicht auf, ne? Nö. Ja. Ich ahne schon. Ach, schon wieder so ein Smolker. Dass ich da so flink war. Nee, da muss ich gar nicht entlang. Ja, den spare ich mir das natürlich. Da spare ich mir die Aufregung, oder? Wenn das nicht immer so lacken würde. Oder muss ich da durch? Thank you.
sich da doch durch. Wo bin ich denn da links gelaufen, bitte? Das geht ja gar nicht da. Da kommt man ja gar nicht durch. Hä? Ein bisschen verstehe ich die Karte nicht. Sieht ja so aus, als wenn ich hier schon mal durchgegangen bin. Oder es ist jetzt eben gesperrt. Ne? Das kann natürlich auch sein. Sehr schön. Ach so. Ne? Aber das sieht so aus, als wenn ich hier auch schon mal irgendwie durchgelaufen bin. Oder kam man... Nee, man kam von der anderen Seite nicht rein und ich bin wieder zurück. Oder irgend sowas wird das wohl zu bedeuten haben. Oh, noch einer. Ach, wo rolle ich den genau entgegen? Sowas Blödes. Aber das Licht aus, ne? Aber da... Weil ich sehe das nicht ein, das... Das ist einfach unnütz. Ne? Bin ich denn da? Scheiße zu sehen ist alles. Ja. Ja. Rauch mal lieber in Ruhe weiter und lass dich von mir nicht stören. So, ich muss nur unbedingt darauf achten, wo hier der Holzverschlag war. Nicht, dass ich das aus Versehen verpenne. Namen des Herrn, so soll es sein. Da bin ich nach hinten. Da bin ich denn hier weitergekommen? Achso, ja. Da. Das Lacken, das nervt manchmal ein bisschen. Genau, irgendwas. Ja, das. Gut, dass ich den Weg schon gelaufen bin. Brauche ich gar nicht neu gucken. Da! Da war der Bretterverschlag, den ich meinte. Hau den Lukas. Was liegt da? Chromhammerpistole. Das ist eine Spielzeugwaffe, ne? Aber die ist bestimmt nicht schlecht. Ach so, den wollte ich auch mal nachladen. Guck mal, hab ich überhaupt? Aber mit null Muni. Schade, habe ich gar keine Muni für. Keine Muni. So, dann will ich erstmal zum war hier durch, ne? Oder? Ne. Nein. Natürlich nicht.
hier erstmal zum Speichern nutzen. Trotzdem, Freunde, es sind einfach zu wenig Speicherpunkte gesetzt worden. Besonders bei einigen Levels. Ach, ich setze da mal einen neuen, vorsichtshalber. Sollte ich nochmal aus irgendwelchen Gründen nachspielen. Hat aber gut geklappt, war gut. Hat viel gebracht und man ist auch ein bisschen besser mit den Gegnern klargekommen. So, jetzt da hinten wieder zurück. Lack, lack, lack. Hier geht es natürlich nicht weiter. Ja, dann muss ich wieder da irgendwie runter. Und ich habe auch schon so eine Vorahnung. Das war klar. Das lackt. Dann sehen wir, dass ein bisschen Zeitlupe ist auch nicht schlecht. Die Ausweichfunktion, die ist sowas für ein Arsch. Da reagiert er ja gar nicht drauf. Gucken, ist hier noch irgendwie ein Mittelchen. Sieht nicht so aus. Aber ich habe das Gefühl, mit den Lacken, das wird... ist schlimmer geworden, so im Laufe des Spiels. Das hatte ich am Anfang nur so mal ein bisschen gehabt. Aber... ja. Ist das schon wieder was? Schon wieder die Smoker? Smoker, Smoker. Kann alleine weiter rauchen. Ach so, hier war die Hintertür, genau. Hier ging's nicht weiter. Ja, da pfeift der Wind. Richtig, wo die lange Ladesequenz kommt.